Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Battlefield 1, der Kampagnenmodus. Wir waren letztes Mal stehen geblieben hier im Wald, wo wir Black Bess oder Big Bess, nee, ich glaube Black Bess, ja, Black Bess durch den Nebel lotsen sollen. Und das machen wir jetzt mal. Ja, fahr mich über den Haufen. Arschloch. Puffs Maul. Renne ich überhaupt auf der Straße? Ich gehe mal hier hin. Ich habe keine Lust hier. Auch irgendwie Deckung. So. Was ist hier passiert? ADAC anrufen. Klappspaten. Großer Gott! Das war ein Feldgeschütz. Edwards, du erkundest das Gelände. Wenn da ein Geschütz ist, schalt es aus. Wenn es eng wird, helfen wir dir. Andernfalls kommt ihr mit Bess nach, sobald ihr das Signal gibt. Da ist der Vorwärts! Direkt vor dir! Er kann überall sein! Rücke vor! Behalte die Decke vor ihrem Auge! Seid ihr bescheuert oder was? Von wo aus schießt ihr denn? Wo ist denn das scheiß Feldgeschütz? Da. Erstmal einmal im Kreis laufen. Na also, Big Bess macht das schon. Ich häng fest im Stacheldraht! Oh. Das ist noch ein zweites. Was kann ich mir hier holen? Stolperdrahtbombe. Gib mir mal den Eumel hier. Was ist denn das? Da bist du ja, Kleiner. Was ist los mit dir? Siehst du nicht, dass sie auf den Panzer feuern? Das sind dieselben Deutschen, die du erledigen sollst. Jetzt scheiß mich noch an, du Arsch. Meine Fresse. Auch noch meckern hier. Gute Arbeit. Ja, weiß ich selber. Ich breche durch den Draht. Ja, mach mal. Ich gehe mal gucken, ob ich hier eine vernünftige Waffe finde. Kann ich sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Aber geh nicht zu weit nach vorne. Ach, jetzt darf ich wieder, oder was? Lass mich erstmal in Ruhe hier looten jetzt, ja? Das werde ich ungemütlich. Edwards, nicht den Mut verlieren. Bewegung! Nicht den Mut verlieren! Nee, Schrotze will ich nicht. Ist das Granate? Ach ja, Grabenkeule. Edwards, ja. Ja, ich komm doch schon. Meine Fresse. Hab ich dich. Wo geht das hier hin? Oh, geil, Munition.
Waffenstationen haben einige der mächtigsten Waffen des Schlachtfeldes. Ah, nee, geil. Warte. Den nehmen wir da, aber... Schalldämpfer, das ist gut. Was kann das Ding? Maschinengewehre. Ich bin mehr der Freund von Gewehren, deswegen nehme ich mal lieber den Selbstlader. Was gibt's hier denn noch? Spitzhacke aufheben? Ich dachte, hier wäre noch eine Kiste. Dann sneaken wir uns jetzt mal von hinten an. Ganz ehrlich, so viel Schuss habe ich ja gar nicht mehr. Deswegen hole ich mir jetzt doch mal die MG. Das MG. Das Maschinengewehr und das Dingerraketen. Nee, habe ich nicht. Du? Alter, Lachs. Hab ich wieder ein Gewehr? Ja, sehr gut. Alter, ich fick dich jetzt richtig. Mann! Kleine Hure einfach nur! Pickelhau auf dem Kopf, ey. Bis hierher gebracht, Edwards. Jetzt müssen wir nur noch aus diesem Wald raus. Ein Kamerad ist getroffen. Habe ich keine Muni oder was? So. Ganz schön eine Menge. Sei vorsichtig! Er ist genau vor dir! Er ist genau vor dir! Ja, den finde ich viel besser hier. So ein schönes Schnappgewehr. So, hab ich doch gut aufgeräumt hier, oder?
Sag mal. Da gibt es auch noch ein Waffenlager. Nice, Mann. Wo kann man denn diese komischen Kriegstagebücher finden? Sind das die hier? Zigaretten. Ne, Reparaturwerkzeug habe ich noch. Was ist hier drin? Hellriegel. Nee. Ja, ich komme gleich. Was ist das denn für eine? Die hätte ich doch eben schon. Ich will meinen Selbstlader wieder haben. Ich sag dir was. Ich bin froh, dass du auf unserer Seite bist, Edward. Ja, ich auch. Sieh dich vor. Darum kümmern wir uns. Kann nichts sehen. Edwards, geh voraus und führ uns durch. Ja, ja. Geh nicht zu weit nach vorne. Wie beim letzten Mal. Irgendwas stinkt hier doch schon wieder. Schön Klappspaten. Nein, nicht wieder sterben, Mama! Pam, 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 pam! Wollte ich schön sneaky rein. Tausche die Panzerung gleich nach! Wollte ich schön sneaky reingehen und die von hinten wegsnacken, okay. Schnüggeln. Wir sind alle müde, aber du musst uns noch mal den Weg geben. Abmarsch. Fick dich, ganz ehrlich. Entschuldigung. Wo schießt der von da hinten? Muss ja einfach mal beide von da hinten schießen. Kleinen Huren. Ja, Mann, ich kann doch nicht so schnell. Mann, wie schnell soll ich ihn noch machen? Dann steigt doch mit aus, die kleinen Muschis. Nein, wir sitzen in unserem Panzer und verstecken uns. Okay, Junge. Wir sind alle müde. Aber du musst uns noch mal den Weg gehen. Also Abmarsch! So, jetzt aber. Ja, freu dich, ich sehe mich auch. Komm raus! Dann für dich! Jetzt
Ja, mach ich doch. Kämpf du doch mal richtig hier. Wer ist hier der Feigling? So, jetzt habe ich euch, ihr kleinen Muschis. Ist ein Werkzeug drin. Der Nächste, der jetzt rumheult, der kriegt eine gescheuert. Geh doch mal hier hoch. Ja, fahrt mal ohne mich weiter. Ich komm schon klar. Gewinn diesen Krieg im Alleingang. Den will ich nur meckern. Ich bin der das blöde Ding gleich wieder reparieren darf. Ja, Meister, ich komm ja schon. Ich repariere ja schon. Sieh dir mal besser. Du brauchst ein wenig Liebe. Kann losgehen. Das müsste halten. Karte müssen wir aus diesen verdammten Feldern bald raus sein. Wir müssen über die Brücke hier, dann dürfen wir nicht mehr weit sein. Deutsche, auf der Brücke! Zeigen wir es ihnen! Ja, ich gehe mal in den Wald spazieren hier, ne? Wo seid ihr denn? So, so langsam habe ich, glaube ich, ein Problem, was meine Munition angeht, oder? Geht halt noch. Ja, schauen wir doch mal, was haben wir hier Schönes? So, ich soll denen also in den Rücken fallen. Tankgewehr. Na, das mache ich doch glatt. So, Tankgewehr. Das Ding ist ja übelst geil. Das Problem ist, so sehr viel Schuss habe ich gar nicht mehr mit dem Ding. So, hinlegen. Ja, ich würde sagen, ist kaputt, ne? Ne, hier sehe ich nichts. Sehe ich hier mehr? Zielfernrohr wäre nice. Mehr, ich sehe deinen Kopf. Ach, Mann. Naja, dann gucken wir erstmal hier. Was haben wir hier denn Schönes? Nö. Ach ja, Dynamit. Dynamit kann man gebrauchen. Das können wir nämlich schön platzieren. Alter, wie oft muss ich noch auf den schießen? Häng dich, du feiges Schwein!
So. Lol. Ich brauche eine andere Waffe. Panzerbüchse. Das ist ja nice. Tankgewehr. Nee, ich brauche was so zum Schießen. Was ist denn die Verstärkung? Da ist die Verstärkung. Hat nicht so ganz funktioniert. Das hat aber funktioniert. So, komm, jetzt lass mich nicht im Stich hier. Nein! Steh auf! Oh Gott, ich habe nichts zum Reparieren. Hinlegen und mach hinne! Na also. Reparieren, ich brauche was zum Reparieren, vier reparieren, so. Dynamit bringt ja nichts. Immer muss ich mich um alles kümmern hier. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Großer Gott! Aua! Na also. Da ist hier Fritz, ist unterwegs. Ach du Scheiße.
Na, haben wir dich jetzt? Na also. Ich brauch dich hier, Junge! Mach schon! Ja, ich bin doch schon da. Genug Unterhaltung für einen Tag. Einsteigen, Edwards. Du fährst. Nichts wie weg hier. Was ein Stress, wa? Nicht schlecht, Edwards. Du hast uns durchgebracht und nur das fehlt. Und jetzt weiter. Wer sonst, ne? Es ist nicht einfach, so einen Panzer zu beschützen, zu reparieren, Gegner zu killen. Aber wenn es einfach wäre, könnte es ja jeder, ne? So, was kommt jetzt? Jetzt ist aber mal dunkel. Bitte nicht, bitte nicht. Was, Edwards, was? Sir, Sie brauchen neue Zündkerzen. Hey! Schau mal, wie weit dieses Dorf weg ist. Siehst du es, Junge? Kannst du das Dorf sehen? Ja. Ja, ich sehe es. Und unsere Panzer? Siehst du da unten irgendwelche Panzer von uns? Edwards? Ja. Aber es sind nicht mehr unsere. Was immer, wer es braucht, es scheint da unten in dem Dorf zu sein. Na schön. Gehen wir, Edwards. Gehen wir. Viel Glück. Huhu. Da bin ich ja mal gespannt. Panzer fährt nirgendwo hin und er wird bis morgen tot sein. Am Arsch. Was, Sie wollen einfach die Mission abbrechen, oder? Begreifst du es nicht? Finch, Pritchett, wir alle. Wir waren die ganze Zeit am Arsch. Wenn Sie das wirklich wollen, McManus, dann gehen Sie. Rede nicht so mit mir. Ich hatte schon mehr verdammte Missionen als du warme Mahlzeiten, Kleiner. McManus, jetzt zieh einfach ab. Okay. So viel zu. Wir sitzen alle in einem Boot. Okay, Teile finden, Panzer zum Laufen bringen, nicht sterben. Die benötigten Zündkerzen sind in dem besetzten Dorf. Erkunde das Gebiet und überlege dir eine Vorgehensweise. Ja, ich denke mal, das wird das Schlauste sein. Weil irgendwie das sieht mir... Ach, da ist das Dorf, da hinten ist eine Stadt. Alles klar. Da sind Gegner. Ja, ich würde sagen, ich überlege mir was. Und ihr seht es in der nächsten Folge, was wir machen. Ich bedanke mich wieder ganz herzlich fürs Zuschauen bei euch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, weiter die Kampagne zu verfolgen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Battlefield 1. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Ideen, Tipps, was auch immer habt, Kritik, schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich darüber und bis zum nächsten Mal. Haut rein.